Merkel will Lockdown Ultimatum. Wenn andere Maßnahmen nicht greifen, dann... Wirtschaftsbosse warnen, neuer Lockdown wäre Todesurteil für die Wirtschaft. Laschet schließt Lockdown an Weihnachten nicht aus. Live. Großbritannien, Nordirland mit den strengsten Regeln. Die wahre Corona-Schockzahl, 13,6 Millionen Risikobürger. Das würde heißen, dass jeder siebte Bürger in Deutschland Risikobürger ist. Es sind einfach nicht ein Siebtel der Leute Risikobürger. Ist einfach nicht wahr. Die Welt hat, glaube ich, 7,8 Milliarden Einwohner ungefähr. Die WHO hat eine Schätzung gemacht, 760 Millionen sind bereits infiziert. Das ist also etwa 10%. Von den 10% ist eine gute Million gestorben. Kommt man auf eine Sterberate von 0,14%, was genau im Schnitt, so ein bisschen weniger als im Schnitt, von einer durchschnittlichen Grippewelle liegt, die zwischen 0,1 und 0,2% liegt. Punkt! Leute, ihr werdet verarscht. Wir werden verarscht. Und es ist Zeit, dass ihr das versteht, weil wir so viel Geld verlieren, so viel Freiheit verlieren, weil wir dieser Göttin Corona dazubetten. Es hört nicht auf, es scheint kein Ende zu nehmen. Wirklich nicht.